begrüße euch noch einmal zu einem Video, und zwar das vierte bereits zum Thema E-Impfpass. Wie ihr der Maske entnehmen konnte, hat ja gestern der Dr. Hannes Strasser bei der Frau Giuliani ein Interview gegeben betreffend des E-Impfpasses mit sehr ausführlichen Informationen, welche auch wir in unseren Videos dargestellt haben. Also nicht in medizinischer Art und Weise jedoch, ob es eine Opt-out-Option gibt, ja oder nein und so weiter und so fort. Ich möchte das Video nicht allzu lang gestalten, aber ich möchte euch ein paar Dinge, welche ich vorbereitet habe, nicht vorenthalten, und zwar ein Schreiben bzw. eine Antwort von Elga. Da habe ich herausgenommen nur das Thema E-Impfpass, wie das aus Sicht der Elga gesehen wird. Ja, das möchte ich euch zeigen, ich habe euch das vorbereitet, und zwar, ich habe das natürlich aus dem Schreiben herauskopiert und bearbeitet, dass nur diese Absätze sind. Das war ein Schreiben von zwei Seiten. Da ist aber hauptsächlich darum gegangen, im vorderen oder im oberen Teil um die Elga Gesundheitsakte und so weiter. Aber das interessiert uns ja zu diesem Thema mal gar nicht, weil von Elga kann man sich ja abmelden, nicht? Von E-Impfpass leider nicht. Und zwar haben die geschrieben in ihrer Antwort, beim E-Impfpass handelt es sich um eine E-Health, also eine elektronische Gesundheitsanwendung. Eine Abmeldung ist daher nicht möglich und es besteht kein Zusammenhang mit den sogenannten Elga Opt-out. Das wissen wir ja schon lange, das redet man schon seit dem 30. September, dass das nicht möglich ist. Wobei ich hier nur anmerken muss, bei Elga Opt-out und kein Opt-out beim E-Impfpass, es kursieren ja Berichte aus Bayern, dass dies in Bayern angeblich gehen soll. Ja, dass man sich also auch von E-Impfpass abmelden kann. Bestätigen kann ich es nicht, ob diese Informationen jetzt fake sind oder nicht. Bitte, also auf diese Schiene möchten wir uns natürlich nicht begeben und richtige und korrekte Informationen hinaustragen, ja, für die Menschen. Die gesetzliche Grundlage zum elektronischen Impfpass ist das Gesundheitstelematikgesetz, abgekürzt GTELG, aus 2012. Also jetzt müsst ihr euch vorstellen, es wurde schon 2012, also das Gesetz gab es ja schon 2012, es wurde jetzt erweitert, noch besser erweitert, aber angefangen haben sie damit mindestens schon 2012, also, und wir haben jetzt 2024, da könnte man sich schon Gedanken machen und ein Schelm, wer Böses dazu denkt. Ja. Im fünften Abschnitt, elektronische Gesundheitsanwendungen. Ja. Ich mag das Englische prinzipiell in den deutschen Satzbildungen insofern nicht. Okay, wenn jemand Englisch kann, dann ist es kein Problem. Der weiß, aha, okay, das heißt Gesundheit. Das hält. Ja. Aber es gibt viele Menschen, die kein Englisch beherrschen. Also wieso bleiben wir nicht bei der deutschen Sprache, ja, wenn es für deutschsprachige Bürger gestaltet werden soll? Das verstehe ich nämlich auch nicht. Ja. Ich kenne sehr viele ältere Menschen, die sich da aufregen und sagen, was heißt denn das? Ja? Also, ja, verstehe ich einfach nicht, Schwachsinn. Gut, darin ist keine Möglichkeit vorgesehen, der Teilnahme am E-Impfpass zu widersprechen. Wissen wir. So, das in roter Schrift, was ihr seht in der Mitte. Ebenso, Paragraph 24e, Gesundheitstelematikgesetz besagt, kein Austritt von E-Impfpass. Hier kann man nachlesen, Paragraph 24e, ja, Klammer, Info durch Dr. Hannes Strasser im Video. Also diese Zeile mit roter Schrift war nicht in der Antwort der Elga enthalten, sondern das habe ich nur hinzugefügt, dass ich nicht vergesse, dass das der Dr. Hannes Strasser gestern im Interview mit der Frau Giuliani erwähnt hat. Ja, ziemlich zu Beginn des Videos. Wenn es genau reinhört, werdet ihr es hören. Mit der Umsetzung des elektronischen Impfpasses als E-Gesundheitsanwendung werden öffentliche Interessen verfolgt, wie zum Beispiel die Sicherstellung der öffentlichen Gesundheit durch Gesundheitswarnungen, Ausbruchsmanagement sowie Prävention und Kontrolle ansteckender Krankheiten. Wenn ich jetzt da sage, zur Sicherstellung der öffentlichen Gesundheit, dann muss ich euch schon ganz ehrlich sagen, dann würde ich das auf unseren Verein beziehen. Ja, also wir machen das. Ob das wirklich so ist, was die da schreiben, das bezweifle ich mit gutem Grund, denn wir wissen, es geht ja generell
um ganz andere Dinge. Das wissen wir und das liest man auch, wenn man sich informiert, wenn man googelt, wenn man in gewissen, ich sage mal, Informationsbereichen sich bewegt, ja, erfährt man sehr, sehr viel, dass das ganz anders ist. Dann kommt ja man, okay, Bargeldabschaffung und so weiter gehört nicht zu unserer Aufgabe. Ja. Wir sind für Gesundheit, Wissenschaft, Forschung und Umweltschutz zuständig. Wobei wir uns auf den Schwerpunkt Umweltschutz einmal überhaupt nicht konzentrieren, sondern nur die ersten drei. Gesundheit, Forschung und Wissenschaft. Ja. Aber wir geben den Menschen die Perspektive für eine weitere positive körperliche Gesundheitsentwicklung und die Perspektive zum Erhalt der eigenen körperlichen Unversehrtheit. Ja. Aber nichtsdestotrotz, sie haben das einfach geschrieben und ja, wer es glaubt, möge es glauben, wer es nicht glaubt, sollte am besten endlich einmal beginnen zu recherchieren und nicht alles zu glauben, was in den Medien erwähnt wird und gesagt wird. Insofern ist eine möglichst vollständige und flächendeckende Dokumentation des Immunisierungsstatus der Bevölkerung im öffentlichen Interesse. Immunisierungsstatus. Gut, das hat, aber da verweise ich bei dem Punkt jetzt auf den Dr. Hannes Strasser und auf andere Ärzte wie die Dr. Maria Huppermock oder Dr. Hadic und so weiter. Hier möchte ich mich gesundheitsmäßig oder medizinisch nicht äußern. Aber ihr lest es, das Ganze besagt im Prinzip Dinge, wo wir wissen, es ist sehr gefährlich. Ja. Dann habe ich noch vorbereitet, und zwar, ich habe ja in den letzten Videos mehrmals erwähnt, sich nicht nur von Elga noch einmal abzumelden, obwohl man schon abgemeldet ist. Ich habe im Übrigen auch erklärt, wieso wir das machen sollten. Nicht man muss, sondern man sollte es machen, um einfach die Elga, welche ja beim Aufbau oder bei der Umsetzung oder für die Umsetzung des E-Impfpasses mitverantwortlich ist. Ja, die Elga hat damit zu tun. Ja, ganz einfach. Und dann die müsst ihr einfach beschäftigen. Erstens einmal mit den Abmeldungen. Wenn man sich wieder abmeldet, obwohl man abgemeldet ist, dann hat man die Möglichkeit, zumindest einmal eine aktuelle Bestätigung zu kommen mit dem aktuellen Datum. Ja? Und jetzt komme ich auf die Anfragen, die man auch machen sollte. Bitte alles eingeschrieben versenden. Das ist ganz wichtig, dass die Post nicht verschwindet. Man weiß ja nicht, was da so läuft. Ja. So, und jetzt kommen wir, Auskunft Elga über die eigenen persönlichen gespeicherten Daten. Ja. Das schaut so, aber jetzt muss ich das zumachen. So, hier seht ihr links oben, wo ihr das hinschicken solltet, an die Elga GmbH Treustraße 35 bis 43 Stiege 4, erster Stock in 1200 Wien, also im 20. Bezirk. Bitte alles eingeschrieben. Ja, betreff Auskunft nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung. Ja, Datenschutzgrundverordnung. Beim letzten Video habe ich gesagt Gesundheitsverordnung, das war falsch, das war ein Fehler meinerseits, da habe ich ein bisschen zu schnell ja, geplappert und ja, es tut mir leid, da habe ich mich eh dafür entschuldigt, also Datenschutzgrundverordnung heißt das. So, in diesem Schreiben soll, das ist jetzt nur ein Muster, ja, ihr könnt euch das Video, könnt ihr auf Pause drücken, das ist nämlich die Seite 1, ja, auf Pause drücken und schreibt euch das einfach runter, ja. Mit Word oder wie auch immer, ja, macht das einfach. Ich will da näher auf das Ganze gar nicht eingehen. Ich lasse es jetzt bewusst ein bisschen eingeblendet. Ja. Da gibt es die Punkte 1 bis 10 auf der ersten Seite. Ja. Und jetzt würde ich an eurer Stelle auf Pause drücken und dann könnt ihr euch das nämlich abschreiben. Ja. So, jetzt gehen wir auf die Seite 2. Die lasse ich auch etwas länger drinnen. Und zwar schaut es dann so aus, das geht dann weiter mit Punkt 11. Ja, bitte stellen Sie mir dann kurz vor Unterzeichnung, also Eintragung des Namens und so weiter, bitte stellen Sie mir außerdem kostenfrei eine Kopie meiner bei Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten unverzüglich an folgende Adresse zur Verfügung. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist ja der zweite Punkt. Erstens einmal die Abmeldung von Elga. Ja, von der elektronischen Gesundheitsakte und dann dieses Schreiben. Ja.
Jeder Mensch hat eine andere Gesundheitsgeschichte. Der eine mehr, der andere weniger. Jetzt stellt euch vor, die müssen für tausende Leute, für jeden Einzelnen, die ganzen Gesundheitsdaten, personenbezogene Daten, welche gespeichert sind, senden. Die haben zu wenig Personal und somit haben wir als Verein, denn wir arbeiten ja schon wirklich auf Hochtouren, wie wir im positiven gesundheitlichen Sinne den E-Impfpass samt den Impfungen, wie wir die umgehen können. An den arbeiten wir, aber wir brauchen Zeit dazu. Und deswegen ersuchen wir euch, hier mitzumachen, uns zu unterstützen. Es geht nicht um uns, es geht um uns alle. Das möchte ich noch einmal betonen. Hört auf unsere Ratschläge, es wird sich lohnen. Wenn wir nichts machen und einfach sagen, naja, der E-Impfpass, gibt es kein Opt-out, da sind wir schon verloren oder wie auch immer. Nein, sind wir nicht. Bleibt optimistisch und werdet nicht pessimistisch oder versinkt in eine psychische Problematik, welche nicht notwendig ist. Ja? Wir schauen ja auch, dass die Psyche und die physischen Einflüsse passen für unsere Mitglieder. Deswegen machen wir ja diese Videos. Das ist ja nicht ohne Grund. Ja? Also dann seht ihr natürlich hier Vornamen, Nachnamen, Adresse, Postleitzahl, Ort. Und dann habt ihr zum Schluss noch das Fettgedruckte, damit sie sich von meiner Identität zum Zweck der Auskunftserteilung überzeugen können, sende ich ihnen an bei einer Kopie meines Lichtbildausweises zu. Die Urkunde, bitte vergesst eine Urkunde, da ist kein Lichtbild drauf, das bringt gar nichts. Also entweder einen Führerschein, einen Reisepass oder Personalausweis mitsenden, also eine Kopie mitsenden davon. Ja. Diese Daten sind allerdings nach Beendigung der Beauskunftung vollständig von Ihnen zu löschen und ich verweigere Ihnen auch die elektronische weitere Verarbeitung. Mit freundlichen Grüßen und Unterschrift. Datum und Unterschrift reinschreiben. Ja, ganz wichtig. Ja, diese Seite 2, denke ich, ist jetzt auch lange genug eingeblendet gewesen. Die einzelnen Punkte lest euch bitte genau durch. Jetzt bei der Seite 2 ebenfalls auf Pause drücken, damit ihr diesen ganzen Text auch selbst runterschreiben könnt, abschreiben könnt. Ja? Am besten mit Word oder wie auch immer, ja? Mit irgendeinem anderen Programm. Wie ihr das macht, das bleibt euch selbst überlassen. Aber bitte dieses Abschreiben, Ausdrucken, Ausfüllen, Unterzeichnen und eingeschrieben auf der ersten Seite oben im Briefkopf befindliche Adresse versenden. Okay? Das zum Thema Impfpass, also noch einmal, man kann sich nicht abmelden, man kann es nur umgehen und daran arbeiten wir. Ihr könnt euch auf uns verlassen, alle Mitglieder, welche uns bereits seit Jahren kennen, was von Beginn an dabei sind, wissen das und schätzen das auch. Dass alles, was wir sagen, uns wirklich extremst bemühen, das Ganze auch dementsprechend umsetzen zu können. In diesem Sinne, alles Liebe und wir sehen uns demnächst wieder. Entweder beim nächsten Video oder auch bei einem Livestream. Was ich noch erwähnen möchte, ja, jetzt haben wir wieder verabschiedet, aber das ist immer derselbe Fehler. Aber ich sage einmal, ihr werdet es mir verzeihen, ich möchte noch sagen, unter dem Video findet ihr alle Links, im Übrigen auch den Link zum Video mit Dr. Hannes Strasser und der Frau Giuliani. Also schaut euch das genau an und wir sehen uns.